Gebt nicht auf bei eurer Suche. Wir müssen diese üblen Kultanhänger ein für alle Mal stoppen. Doch dafür brauche ich die Vaikesh-Worte. Könnten euch vielleicht ein paar meiner Waren bei eurer Aufgabe dienlich sein? Och, bestimmt. Zeig mal, was du so hast. Okay, die hat jede Menge Zaubersprüche. Ich will mal gucken, ob ich... Also ich habe jetzt schon bei Tar so ein bisschen die Zauber hier ausgetauscht. Wir haben den Eishammer neu, wir haben das Erdzittern Stufe 2 neu. Wir haben die Beschwörung eines Fana-Verteidigers haben wir neu. Ich wollte mal gucken, ob ich noch vielleicht irgendwie so einen coolen Heilzauber finde. Kleine heilende Kaskade ist nur für die Gruppe und kostet sehr viel Mana. Kleiner heilender Regen. Ist auch so ein Überzeitzauber. Kleiner Froststrahl. Da behalten wir, glaube ich, erstmal den Eishammer. Dann haben wir nicht irgendwie das... Der Eisblock ist auch nicht schlecht. Das ist der... Die Weiterentwicklung des ersten Eisblock-Zaubers, den wir hatten. Beschwörung eines großen Fana-Verteidigers. Na, da fehlt uns noch einiges hier. Wir sind ja Naturmagie erst 22. Für den Eisblock fehlen uns noch 2 Stufen. Haben wir nicht kleine Heilung? Kleines Nieren stellt beim Ziel umgehend den wieder her. Und stellt beim Ziel über 6. Da ist die Heilung, glaube ich, besser. Da hätte ich aber ehrlich gesagt lieber gerne die Heilung auf Stufe 2. Na, wir kaufen das erstmal. Warum denn nicht? Ja, und sie hat schon die großen Tränke, die für uns auch ganz gut sind eigentlich und ganz wichtig. Kosten natürlich wesentlich mehr als die anderen. Aber sie bringen halt auch mehr. Da werde ich gleich mal ein paar kaufen. Und dann werden wir die anderen so langsam auslaufen lassen. Für Riggs lohnt es sich nicht mehr irgendwas zu kaufen, weil ich den Penner so schnell es geht gleich aus meiner Gruppe schmeißen werde. Was haben wir denn da liegen? Oh, hier liegt so viel rum. So ein Zeug. Ah, und niemand passt darauf auf. Symbologie der Asuniten. Generationen von Bibliothekaren haben dieses Buch gesucht. Saramots Aufstieg und Fall. Also hier liegt tatsächlich einiges geschichtlich Interessantes rum. Das müssten wir uns eigentlich irgendwann mal durchlesen. Also hier oben haben wir die Schenke, die Taverne. Oh, wie oft habe ich zusammen mit Drevin hier an der Theke einen Robbie Bubble verdrückt. Oh, Amren, ein Charakter, den wir auch schon getroffen haben in Irulan. Er hat eigentlich dafür gesorgt, dass wir befreit wurden. Und er wurde auch eben von Celepel genannt. Wie gut, dass ihr den Angriff auf die Insel Greylin überlebtet. Ich wollte euch erschießen, doch eine Vision hielt mich davon ab. Ich würde mit euch ziehen, wenn ihr nur wollt. Amren, der Abwesende, möchte mit mir ziehen, wie sich die Dinge ändern. Vielleicht ein andern Mal. Abwesend? Wenn ich nicht so häufig anwesend war, wie ihr es gerne gesehen hättet, dann mit gutem Grund. Es ist nicht weise, meine Hilfe auszuschlagen. Vielleicht solltet ihr es euch noch überlegen. Ich werde in der Schenke sein und auf euch warten. Ja, er ist ein Fernkampfcharakter. Auch ein recht guter. Man spielt ihn eigentlich mit dem Bogen meistens. Aber ich denke, ich werde einen anderen Weg gehen. Mich wundert es, dass wir Deru nirgendwo haben. Die ist einfach irgendwie verschwunden. Was ist eigentlich mit dem hier? Was ist das für ein grünes Ausrufezeichen? Willst du irgendwie Aufmerksamkeit erhaschen? Lothar, spaziert hier frech umher wie ein freier Mann. Ihr gehört hinter Gitter. Nur weil er ein paar Mal seinen Penis in der Öffentlichkeit gezeigt hat. Also wenn das jetzt schon ein Grund ist, jemanden einzusperren, dann darf ich keine freie Minute mehr erleben. Ich habe nichts verbrochen, das wisst ihr. Lügner, ihr nahmt meinen Goldumhang und habt ihn in einer Höhle im Wald versteckt. Ihr seid der Lügner. Ich sah euch mit meinen eigenen Augen. Dann trügen euch eure Augen. Das war ich nicht.
Also so wie die Halbriesen alle aussehen, kann es jeder X-beliebige gewesen sein. Ich wusste es. Ein Lügner und ein Dieb. Das stimmt nicht. Ich beweise es. Ich finde euren kostbaren Umhang. Finden? Ihr meint wohl zurückgehen? Ich finde ihn. Und auch den Dieb. Fort mit euch. Und wehe, ihr versucht noch etwas zu stehlen. Ich gehe zu dieser Höhle und finde heraus, was geschehen ist. Keine Sorge, Lodder. Ich helfe dir dabei. Ja, das ist ein weiterer Charakterquest. Lodders Unschuld. Sucht Rolands goldenen Umhang. Also wir sehen schon, es füllt sich so langsam hier mit Quests. Finstere Gesänge, das ist das mit den Vaikesh. Auch sehr interessant. Ja, von diesen Charakterquests hat jeder einen in diesem Spiel. Einige haben wir schon gefunden, andere wiederum nicht. Da ist einer dieser Geister. Will er sich gerade in die Tiefe stürzen? Nein, Geist, nein! Erstmal in alle Zimmer reinspazieren und gucken, wer hier so rumsteht. Hier ist nichts. Mein Gott, ich dachte, hier kommt gleich ein Feind oder so. Warum bratzt die ihre Zauber raus? Was haben wir hier? Ein Fragment von Elandirs Leben und Lehren. Ich kenne den Typ nicht, aber das, was er geschrieben hat, war bestimmt mega klug. Das ist alles nur ein Albtraum. Wartet nur ab. Morgen erwachen wir alle zu Flötenspiel, das den Morgen begrüßt. Die Gäste werden gut ausgeruht und freigebig sein. Ich suche alte Gefährten. Ach da, da ist Deru, okay. Aber warum steht nur Deru hier und Satan nicht und Amren steht hier auch nicht? Das ist komisch. Ein bisschen komisch. Das ist alles nur ein Albtraum. Tut mir leid, aber laut Pakt der Kriegergilde könnt ihr einen 5. Ja, wenn ich ein echter Veteran bin. Und das bedeutet nichts anderes, als dass ich das Spiel einmal durchgespielt haben muss. Schade. Aber ein Versuch war es wert. Gut, dann sind wir auch in der Schenke durch. Gehen wir mal hier lang. Sieht so aus, als wäre hier auch noch irgendwas. Auf jeden Fall sehe ich da einen Stern. Die habe ich schon in Mario immer so gerne gesammelt. Hier haben wir Waffenschmiede. Ach, das ist doch der mit dem Schmied in der Wildnis in Greyland zu tun hat, oder? Dem sollten wir doch was geben. Hallo, wenn ihr Ausrüstung wollt, solltet ihr mit... Moment einmal, ihr seid doch dieser Söldner, nicht wahr? Da steht Eberhard, lies meinen Namen gefälligst. Ja, so ist es. Na, bei Xer, ihr Speer. Ich habe gerade etwas von meinem Bruder Feldwehr für euch erhalten. Ich soll euch in seinem Namen nochmals für eure Hilfe danken. Es war gern geschehen. Es freut mich, dass es ihm gut geht. Ha, ihr gebt wahrhaft einen feinen Helden ab. Aber es wäre noch besser, wenn ihr auch die zugehörige Heldenwaffe hättet. Nehmt also dies als Zeichen von Feldwirs Dankbarkeit. Möge es euch auf euren Reisen gute Dienste leisten. Vielen Dank. Sendet auch eurem Bruder meinen Dank. Verzierter Streitkolben. Ja, es ist ein Teil des Sets Lorethals Opfer. Ich habe übrigens festgestellt, dass Lothar ein Teil von Lorethals Set trägt. Wir haben auch noch einige in unserer Beutetruhe. Da könnte man eigentlich mal gucken, ob man ihm vielleicht einen Set-Bonus gibt. Taklak, die Ursachen einer Perversion. Sind Taklak nicht diese komischen, hässlichen Viecher? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ach nee, das waren Teletubbies. Ach, ich komme da immer so durcheinander. Ja, was gibt es hier noch? Irgendwas Wichtiges? Was ist hier zum Beispiel? Oh, da kommt man nicht rein. Oh, sollte irgendwer mal aufräumen. Weiß nicht, vielleicht kann man da mal irgendwie die... Tine Wittler reinschicken. Die wird das schon wieder richten. Sie ist gut in solchen Dingen. Amanlu-Orchidee? Ach, das ist wieder so eine, die... Sachen tauscht, oder? Es ist eine Tragödie, wie viele Elben bei diesem Angriff umkamen. Wir müssen uns besser vorbereiten. Ich muss dafür sorgen, dass wir genügend Fernwaffen für die kommenden Schlachten haben. Wenn ich Zeit habe, entwickle ich unsere Waffen weiter, damit sie eine noch größere Reichweite haben. Ich suche stets nach neuen Materialien,
Vor allem nach solchen, die unsere Pfeile zielgenauer und stärker machen. Verzeiht meine Neugierde, aber was liegt dort neben euch auf dem Tisch? Das ist die Amanlu-Orchidee. Ihr habt ihre größere Version sicher schon in der Stadt gesehen. Ihr Abbild ist im ganzen Land bekannt als Symbol von Amanlu und dem Elbenvolk. Ich bin Pfeilmacherin und stets auf der Suche nach Materialien, die unsere Pfeile noch schneller und genauer machen. Bringt mir die Federn eines mächtigen Wesens und ich überlasse euch meine Orchidee. Mal gucken, ob ich so einen Strauß finde. Ich werde versuchen, euch zu helfen. Ja. Also, noch sind wir nicht so weit, aber ich verspreche euch, wir bekommen unsere Atombombe noch. Ganz sicher. Das ist die Schwester von Drevin. Suilat, es freut mich, dich wiederzusehen. Leider ist dies ein so finsterer Tag, dass deine Rückkehr ihn nicht zu erhellen vermag. Sei mir gegrüßt, Drianjul. Ich bringe traurige Kunde. Ja, ich fragte mich schon, weshalb mein Bruder nicht mit dir zurückkehrte. Erzähl mir doch bitte, was ihm widerfuhr. Drevin schlug sich wacker, doch er wurde verwundet. Waldes verriet ihn und das war sein Tod. Ich habe es schon geahnt. Mein Herz trauerte schon um ihn, bevor du mir diese Nachricht brachtest. Mein Bruder war ein Soldat und suchte den Tod auf dem Schlachtfeld. Ich trauere, da er ihn nun gefunden hat. Doch sein Tod macht die Kunde, die ich für dich habe, nur noch bitterer. Kunde? Sag es mir, kleine Schwester. Waldes Zorn hat nicht nur meinen lieben Bruder von deiner Seite gerissen. Deine Familie bekam seinen Wahn zu spüren. Was heißt das? Wo ist meine Familie? Als Waldes Amanlu angriff, waren sie... Sie haben die ruhigen Gewässer zu den leuchtenden Gestaden überquert. Ich fühle mit dir. Aber das geht nicht! Die spielen gerade unten Karten! Vielleicht kniffeln sie mittlerweile auch. Oh mein Herz, wenn ich deine Trauer doch nur lindern könnte. Das war's dann. Der Weg ist klar. Nein, bitte. Das ist zu viel. Ich kann dich nicht auch nur verlieren. Bitte. Bei der Gnade Xerias, bei den Feuern Istauras, bei allem, was gut und heilig ist. Waldes wird sterben. Bald. Durch mich und niemand sonst. Ich schwöre das beim Blute meiner Familie, dass diese Erde rot färbte. Vergiss nicht, dass du hier Freunde hast, die mit dir trauern, wenn auch weniger laut. Ich liebe dich, kleine Schwester. Manchmal auch mehr, als ich darf. Und manchmal vor allen Dingen nachts unter der Bettdecke. Du siehst mich wieder, das verspreche ich. Versprich nicht, was du vielleicht nicht einhalten kannst, Melonamin. Für diese Narretei kann ich dir nicht meinen Segen geben. Doch etwas anderes schon. Ich erhielt einen Brief Drevins vor Waldes Angriff. Er ist an dich adressiert. Ich? Aber ich war bei ihm. Warum sollte er mir einen Brief schreiben? Ich habe ihn nicht gelesen, also weiß ich es nicht. Vielleicht ahnte er, dass ihm nicht viel Zeit blieb. Hier ist jedenfalls der Brief. Danke. Bitte, weine nicht, Dria. Wenn ich dich das nächste Mal sehe, werde ich Waldes Kopf auf einem Speer tragen. Ein Brief von Drevin. Wie wär's, wenn wir uns den mal durchlesen? Trauere nicht. Wenn du diese Zeilen liest, bin ich tot und du bist zurück in Amanlu. Der Gedanke macht mir das Herz schwer, wenn auch nur deshalb, weil ich dir nicht mehr zur Seite stehen kann. Ich vermute, dass dein eigenes Abenteuer gerade erst beginnt. Die Zeiten haben sich geändert, nichts ist mehr wie es war und es wird dir schwer fallen, standhaft zu bleiben. Ich habe es nicht vermocht. Ich weiß jedoch, dass du tun wirst, was das Schicksal von dir fordern wird. Ich hoffe, dass du das Amulett noch hast, das ich dir einst gab. Du musst es mit deinem Leben schützen. Es ist mehr als nur ein Glücksbringer. Lass den Mut nicht sinken. Überbringe meine besten Wünsche an deine Familie. Meine Familie hat bereits Nachricht von mir erhalten. Drevin. Er wusste also, dass er stirbt. Nun, jetzt kann man ihn vielleicht einen Narr nennen. Jedenfalls, das, was wir schon gedacht hatten, das Amulett, das er uns damals gegeben hat, es ist besonders. Irgendwas ist damit. Und ich hoffe, dass es uns helfen wird, Waldes zu besiegen in irgendeiner Form. Waldes und seine Armeen. Was liest du da nachts? Bist du etwa eine Verräterin, Tivlis?